So. Hallo, na? Hallo. Der Igel ist immer noch dabei, der Lucifer. Ja, ich wollte noch unbedingt den Boss sehen jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt aber machen wir schnell noch eine Fix. Aber dann, Nach dem Boss wird er wahrscheinlich auch einfach dann aufhören. Ich mache noch weiter, weil ich so cool bin. Ja, echt? Natürlich. Also, ich weiß nicht, ob ich mich ausklinke. Ich gucke vielleicht noch ein bisschen mit zu. Also, oder quatsch noch ein bisschen mit. Ist ja noch eigentlich alles im Zeitrahmen. Ich habe ja, wie gesagt, habe ja mein Limit, wo ich ins Bett will auf jeden Fall spätestens. Und das ist ja noch nicht überschritten. Da reichen noch viele Stunden. Ja, dir fehlen 2 Coins, sehe ich gerade, ne? Idiot. Ich weiß auch, wo du die vergessen hast. Bei den Röhren, da hast du nämlich einen Eingang vergessen. Wolltest dir nicht sagen, weil du so klug getan hast. Ja, schäm dich. Geh in die Ecke und... Vielleicht sind die aber auch beim Boss. Außerdem hätten dir die Sterne auch nicht gereicht, also... Da war noch einer! Es bringt doch nichts. Dir fehlen doch eh die Münzen. Also wenn jetzt die beiden Münzen beim Boss sind, dann kacke ich mir in ein, Alter, vor Lachen. Mit 29 Sternen, also das wäre schon echt... Ach, diese einfache Sache. Ich verstehe aber nicht, wo ich den runterschubsen soll. Bla bla bla, Yoshi, dir bla 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 bla, ich bin ja, cool, du bist schwul. Was? Hinten rechts wird was sein. Ich habe gerade den Reim der Unmöglichkeit gebracht. Den Reim, den man nicht bringen darf. Ich bin cool, du bist schwul? Ja. Hast du gehört? Ich hab's jetzt einfach nicht beachtet, damit du dich noch peinlicher machst. Bitte schreibt in die Kommentare. Boah, du bist so untight, yo. Was soll das denn hier bitte für ein Boss sein? Das ist der einfachste Boss des Spiels. Der ist ja noch einfacher als sonst. Was passiert denn bitte, wenn er mich an die Wand drängt? Der kann mich ja nicht mehr töten. Ja, nix. Ach komm, wer lässt sich denn bitte bei dem Boss gegen die Wand drängen? Ja, ohne Scheiß, was soll denn hier passieren? Soll er mich zerquetschen? Nö, bestimmt nicht. Hey, der war auch schon im Originalspiel extrem leicht. Stimmt. Hä? Verstehe ich nicht. Wie? War ich das? So, und jetzt ist ein Problem. Na, was machst du jetzt, ne? Na, komm her. Komm her, du. Komm her, du Fisch. Hier, da. Eine Fresse. Was halte ich von dir? Mit deinem scheiß Schloss. Ich will runter. Hätte ich gelacht. Ja, wobei, wäre auch egal gewesen. Boah, bin ich motiviert jetzt wieder, weil ich einfach... 96% das. Nee, Quatsch, 97. Ach, wäre das geil, wenn du noch die roten Münzen gehabt hättest, da hätte ich so gelacht. Warum suche ich eigentlich noch danach? Du warst ja nicht dran. Ja, du warst nah dran. Bringt mir in diesem Fall auch nichts. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, nach dem Motto. Wie viel fehlen dir eigentlich bei einem ersten Level? Guck ich gleich gerne nochmal nach. Guck mal gerne nochmal nach, bitte. Würde mich jetzt gerne mal interessieren nochmal. So, Yoshi, walte deines Terroristenamtes und spreng einfach dieses scheiß Haus da in die Luft. Boom. Wieso macht Yoshi das eigentlich? Ich meine, er sprengt ein wunderschönes Gebäude in die Luft, um seine scheiß hässliche Fahne dazu hissen. Wenn ich sauf, habe ich eine Fahne beim Pissen. So, mal kommen wir hier. Ach Gott, ey. 99, da hast du. Das muss ein göttliches Gefühl gewesen sein. Ich glaube, die Folge muss ich mir nochmal angucken. Wie hast du dich gefühlt dabei? Ja, erzähl mal. Also, schau in die Kamera und sag, wie du dich fühlst. Oh Leute, ey. Ob ich das noch durchhalte? The Rock Quarry. Guck mal, Obelix. Übrigens könnte ich nicht einfach gehen jetzt einfach. Warum? Ja, weil du bei mir mit mir verbunden bist, dann ändert sich das Spiel. Oh, stimmt. Haha. Dann musst du noch warten. Dann habe ich auch mit dir 3 Folgen. Habe ich mit Jeff 3 Folgen, mit dir 3 Folgen. Mal gucken, wenn ich mir als nächstes dazu hole. Ah, okay, dann muss ich mit dir noch eine Folge machen. Weil ich bin ja besser als Jeff. Es ist jetzt nicht böse gemeint ihm gegenüber, es ist einfach. Es ist natürlich. Aber ich bin jetzt erstmal weg bis Montag, das ist blöd. Das ist so. Keine Sorge, ich werde nicht nochmal Jeff nehmen. Oder vielleicht doch, um dich zu ärgern. Boah. Gucken, wenn ich mir als nächstes nehme. Der als erstes. Oh, nee, lieber nicht. Der erste Kommentar schreibt, genau. Ich wollte gerade sagen, deswegen, nee, lass mal. So. Jetzt habe ich auf einmal 3000 Kontakte in Skype. You got fire. Weißt du, was ich damit mache? Ich werde diesen Typen nicht abfackeln, denn er ist unbesiegbar. Übrigens, also die Skype-Adresse von Sui Shumaru ist S. You've been kicked from the server. Moment, mit dem Stein kann ich irgendwas machen. Ich schreib's dir gleich nochmal. Ich mach gleich Escape und schreib's in Chat. Ja, also, keine Sorge. Kein Ding. Nee, ach Quatsch. Ich finde das sowieso blöd. Es gibt auch immer Leute, die das irgendwie bei mir rausfinden, ja. Also mittlerweile nicht mehr so. Es ist schon ganz gut versteckt, aber die es von irgendjemandem gehört haben, der irgendwen kennt, der mich halt kennt, ne? Ich hasse das, weil ich nehme sowieso niemanden an, den ich nicht kenne. Also,
Ah, jetzt verstehe ich. Moment, ist der Stein nochmal da? Natürlich. Hey, guck mal hier, epische Scheiße. Hätte man das nicht öffnen? Ah, okay. Anscheinend bestimmt nur mit Stein, aber. Ja, es geht auch nur mit Stein. Das weiß sogar ich. Ja, ich weiß es sogar. Warum laufen überall Obelixe rum? Und Totenkopf. Das sind Zilobix. Ja, Zilobix, ich weiß. Zilobix. Ziglebo. Irgendwie so. Irgendwann mit O. Am Ende. Na 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 stirbt. Verwandelt euch in Bibis! Nein! Ihr sollt mich. Okay. Ja, sie sind schon runtergefallen. Eiskalt. Bam, tot. Runtergefallen? Man kann da runterfallen hinter. Oh, guck mal hier, was hier ist, ne? Kommst du in der Aufnahme, kommt so scheiß Igel. Ja, Mann. Direkt mal das töten. Ja, es. Ach Gott, Alter, die ganze Brigade vom dritten Level aus der dritten Welt, nehme ich recht ins Sinne. Die Mäuse gab es sogar schon in der zweiten. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, die Mäuse stimmt, aber. Stimmt. Warte mal, ich brauche die Maus wieder. Hier kommt die Maus. You lost. Ah, okay, so, du Drecksmaus, komm her. Ja, das hat gut geklappt. Das war scheiße. Gibst du mir mein Ei wieder? Epic fail, epic fail, epic fail. Hallo? Was zur Hölle? Die Maus ist weg. Die ist weg. Die ist wirklich... Ah, da ist sie. Sie ist weg. Hallo? Jetzt muss ich auch noch warten, dass ich die nicht aus Versehen aus dem... Weg. Jetzt komm, das schaffst du. Episch. Igel. Huch. Der Igel ist cool. Der kann nix. Aber ich mag die Musik hier sehr gerne. Ach, ein Schlüssel, sieh mal an. Mit diesem Schlüssel, da gibt es manchmal so Schlösser in dem Level und die kannst du dann damit öffnen. Ach, echt? Wow, das war Reaktion, Mann. Ja, natürlich. Die willst du nicht essen? Finde ich voll süß von dir, dass du Igel nicht essen willst. Nein, ich will ihn nicht essen, ich möchte... Warum hast du ihn nicht einfach runtergeschluckt? Deswegen. Das war schon ein ziemlicher Skillshot, gerade, muss ich sagen. Wenn dir nachher zwei Sterne fehlen, dann weißt du, dann das werde ich dir einfach unter die Nase reiben, weißt du? Ach, jetzt kommt Kamek auch noch, natürlich. Was denn auch sonst? Ach komm, Kamek. Was macht ihr hier? Und was macht ihr hier? Ich wette, ich... Oh, oh. Ich geh jetzt einfach. Tschüss. Jo, ich weiß doch, diese Münze ist mir gerade scheißegal. Ich will das Level jetzt beenden. Ich habe eh schon alles übersehen. Da unten war eine rote Münze noch. Ja, da ist wahrscheinlich eine Blume drin. Ja, ich weiß, cool, ne? Ja, da, guck mal, eine rote Münze. Oh, geil, ist mir scheißegal. Da sind noch zwei. Ey, Kamek, na, alles klar. Rote Münzen, scheiß da drauf. Er fällt mir drauf. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Die können diese... Sechs Leben? Passiert? Die Baseballer. Die mit dem Baseballschläger. Wow, bitter. Oh. Ist mir gerade egal. Wir lassen alles liegen heute mal. Er will einfach nur ein Level schaffen. Auch wenn das definitiv. Genau weiß, ich hab keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Das Level würde ich sowieso, wegen dieser scheiß Kamek-Stelle. Oder die sicher. Ja? Würde ich auf jeden Fall mit einem plus 20 Sternen irgendwann machen. Du musst auf jeden Fall eine Welt mit 100% schaffen. Ich denke mal die erste. Damit du dann Bonus-Level freispielst. Und dann holst du ganz viele plus 20 und dann machst du die ganzen Welten nochmal nach. Am besten in der Aufnahme. Na, weiß ich nicht, wenn du alles gesehen hast, brauchst du Level sicherlich nicht nochmal machen. Aber wenn es, also wenn es an den Sternen lag, aber wenn es an den Münzen lag, würde ich die Level nochmal machen, ja. Ja, dann bist du der Einzige. Wieso? Also ich nicht. Oh, warum? Also, oh, Jungs! Ach komm, ja. Das wird es noch. Wieso zerstritt? Trampelst du die auch nicht? Weil die. Ne? Auch Gefühle haben. Ja. Nee, wie, aber du. Willst du es denn jetzt überhaupt 100% machen? Ja, keine Ahnung, ich überleg mir das nochmal. Das nervt mich einfach nur noch. Ich will das eigentlich nur beendet haben, dieses Projekt. Es macht mir keinen Spaß. Ganz im Ernst. Oh Mann! Dann brich's ab. Nein, ich brech nichts ab. Ich hab noch nie was abgebrochen, was von mir ist. Mann.
Achso, du hast ihn aufgefressen. Also wenn du es abbrichst, dann... Nee. Dann werde ich dir jeden Tag, wenn ich dich sehe, also wenn wir sprechen oder ich dich treffe oder so, singe ich dir vor, jedes Projekt durchziehen oder so. Genau deswegen. Ich habe mir da selbst verdammten Fluch gesprochen, an den ich mich halten muss. Ich habe Out of the World durchgezogen. Ich habe alle Oddworld-Teile durchgespielt. Ich habe Heart of the Alien durchgespielt. Ich habe Heart of Darkness durchgespielt. Und dann kacke ich ab an Yoshi's Island oder was? Was ist das für eine Logik? Das Spiel ist aber auch wesentlich schlimmer als das. Wie er einfach cheatet. Das war der Styler-Weg. Oh, das Level mal zu Ende? Nö, wir fehlen nur noch rote Münzen. Das Level ist erst, wenn du alle roten Münzen hast. Du sollst zurücklaufen. Achso, verstehe. Ist ja cool, wenn das nachher irgendwie so Schlösser hätte, wo du nur mit einer gewissen Anzahl an roten Münzen durchlaufst oder so. Tut mir leid jetzt nochmal, Leute, dass ich gerade so durchrush, aber nö, ich hab grad. Das liegt an mir. Kein also, Bock mehr. Könnt ihr mir gerne auf dem Kanal schreiben, wieso jetzt, wenn du mit Chris mit dir spielt, dann ist der so scheiße und der hat keinen Bock mehr zu nix und so und lässt alles liegen, ist voll langweilig, blöd. Also wenn ihr der Meinung seid, dann schreibt mir einfach, geh sterben, du toller Igel, und auf die Kanalwand, dann bin ich sehr froh drüber. Oder gebt ihn einen Spitznamen. Gibt ihn einen Spitznamen immer, der tolle irgendwas Diskriminierendes am besten. Toll. Ja. Der tolle Nuss. Der tolle Nussbärt, genau. Oder Frank. Och Mann! Oh, der tolle Hamster oder so ein Scheiß. Das tolle Meerschwein. Das Meerschweinchen. Oh, guck, da ist der Schlüssel, den du hättest haben müssen. Hast aber nicht. Wie und? Mich das nicht interessiert? Das Geilste wäre jetzt eigentlich, wenn du ein Bonuslevel kriegen würdest. Das wäre so super stylisch. Ja, guck mal, hätte ich gekriegt. Okay, nein, ich meine, wenn du es oben kriegst. Aber du hättest eine bekommen, wenn du eine Blume mitgenommen hättest noch. Oder wärst du die letzte gewesen? Ich weiß nicht, warum zählt er denn? Geht er denn links rum oder rechts rum? Also Uhrzeiger oder ohne Uhrzeiger? Das ist eine absolute Höchstpunktzahl. 25 Punkte, ich finde, das ist passend für das erste Level. Boah, sogar rot. Der dritten Welt. So, ja. Wir haben zwar erst 12 Minuten voll, aber Leute, ich habe definitiv keinen Bock mehr. Ich überlege, was ich mache, ob ich das weiter 100% durchziehe oder ob ich einfach durchrushe. Ganz im Ernst, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, ich möchte es eigentlich nur beendet haben. Und mach einen Kompromiss, mach so eine Welt wenigstens 100% zumindest, oder zwei. Mal sehen. Oder so, das war der tolle Igel. Ja, also ich war jetzt dabei, ich bin jetzt dann erstmal nicht mehr dabei, vielleicht bin ich irgendwann mal wieder dabei, wenn er das überhaupt noch weiterspielt oder wenn er das abbricht, mir egal, scheißegal. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal weg, ihr müsst jetzt auf mich verzichten, tut mir leid, es tut mir sehr, sehr leid und ich bin auch sehr klar, also mir ist auch sehr klar, dass ihr da jetzt ein bisschen traurig seid und sowas, aber da dürft ihr jetzt einfach euch nicht zu sehr mitreißen lassen, es gibt sie nach ein paar Tagen wieder, weint nicht zu sehr, nehmt euch Taschentücher, tschüss. Ciao.